Ich würde schon sagen, dass es jetzt eigentlich egal ist, woher man kommt, dass alle jetzt eigentlich gleichberechtigt sind und alle haben ja auch das Recht, in Deutschland zum Beispiel zu leben. Привет, меня зовут Диана. Привет, меня зовут Лаура. Wir wohnen beide in Bayern. Unser gemeinsames Hobby ist Eiskunstlaufen. Ich laufe schon 9 Jahre lang. Ich habe mit meiner Oma Olympische Spiele angeguckt. Das hat mir halt sehr gefallen. Danach habe ich meine Mama gefragt, ob ich auch so Eislaufen kann wie die im Fernsehen. Dann habe ich angefangen, mit einem Trainer zu trainieren. Und dann wurde es halt immer mehr so zum Leistungssport. Als ich 3 war, hat mich meine Mama einfach mal so in die Arena gebracht, habe einfach mal so das Laufen gelernt. Und das hat mir auch ziemlich gefallen. Irgendwann hat mich dann jemand gefragt, ob ich zum Leistungssport übergehen möchte. Und das hat mir dann auch sehr gefallen. Mir gefällt Eiskunstlauf, weil man immer was dazulernen kann. Die Pirouetten, die Sprünge. Es ist schon so, dass ich 6-mal die Woche immer zum Training fahre. Der Tag ist bei mir eigentlich immer so, dass ich in der Früh in die Schule gehe, dann nach der Schule schnell was essen und dann gleich wieder aufs Eis. In diesem Sport gibt es sehr viele Verletzungen. Das Erste, was man eigentlich lernt, ist, richtig hinzufallen. Uns zum Beispiel tut es eigentlich nicht weh. Als ich 9 war, glaube ich, habe ich mir mal meinen Arm gebrochen auf dem Eis. Dann musste ich 3 Monate lang Pause machen. Ja, ich war schon traurig. Ich persönlich fühle mich sehr frei auf dem Eis. Irgendwie vergesse ich dann immer alles drumherum. Wenn man was Neues lernt, ist es schwer zu beschreiben. Also man ist einfach sehr glücklich, dass man es jetzt endlich geschafft hat. Wir sind keine Konkurrenz füreinander. Wir unterstützen uns immer gegenseitig. Wünschen auch immer uns so viel Glück. Drücken einander die Daumen. Und jetzt kommt Gewusst. Um aufs Eis zu gehen, muss man unbedingt aufgewärmt sein und sich vor dem Eis schon gut trocken aufwärmen. Auf dem Eis ist dann die erste Übung, die man machen könnte, rückwärts übersetzen. Also rückwärts übersetzen geht man zuerst ins Knie, stoßt dann nach vorne ab. Dann kreuzt man vorne drüber und schloss mit dem anderen Bein nach hinten ab. Weiter geht's mit den Schlangenbögen. Die kann man zweibeinig oder einbeinig machen. Hier ist es wichtig, ins Knie zu gehen und sich in den Kreis immer reinzulegen, damit man schön auf der Kante ist. Und halt immer aufs Eis draufdrücken und immer ins Knie gehen. Wenn ihr auch schon ein bisschen Übung habt auf dem Eis, könnt ihr auch schon eine Pirouette versuchen. Also erstmal nur eine zweibeinige, die ist etwas leichter. Man stellt sich zuerst sozusagen auf den Bogen, lehnt sich in den Kreis und dann richtet man sich auf und ja, streckt sich ganz und dreht sich dann sozusagen auf 2 Beine. Wir haben uns vor 2 Jahren, glaube ich, im Trainingslager in Prag kennengelernt und haben dann dort schon viel Zeit verbracht und dann sind wir sehr gute Freunde geworden. Sie ist sehr hilfsbereit, sie motiviert einen, ihr kann man sehr vertrauen. Sie ist ein positiver Mensch. Die Laura, die ist auch sehr hilfsbereit, hat sehr viel Humor, ist mit ihr immer sehr lustig. Sie ist halt auch so ein positiver Mensch, finde ich. Freunde, die halten halt immer zusammen, mit denen hat man immer Spaß und wenn es einmal nicht so gut geht, kann man vielleicht einfach mal so dem anderen erzählen, was passiert ist. Vertrauen ist so wirklich das Wichtigste, dass man miteinander Spaß hat, dass man zusammen lachen kann. Wir schaffen alles immer zusammen. Ich bin in Deutschland geboren. Mein Papa kommt aus Deutschland. Meine Mama kommt aus Rostov am Don. Also sie ist in Russland geboren. Ich bin auch in Deutschland geboren. Meine Mama ist in Kasachstan geboren, mein Vater in Russland. Ich war noch nie in Russland, leider. Ich würde da mal gern hinfahren, aber ja, ich war noch nie. Ich war schon sehr oft in Russland. Olivier, das isst man halt oft so an Feiertagen. Das ist ein Salat. Was ist denn da drin? Da sind Kartoffeln drin, da ist gleich. Ich muss es kurz alles, ja. Also Kartoffeln, Erbsen. Nein, gleich. Ich muss es. Warte, was ist da nochmal? Wir haben doch Erbsen, Kartoffeln. Was ist da noch drin?
Ah, Gurken. Ja. Äpfel, Kartoffeln, Gurken. Kommt da Karotte rein oder nicht? Nein, nicht. Nein. Wir haben es vergessen, was da alles drin ist. Erbsen, Kartoffeln, Gurken. Da gibt es noch vieles andere. Und es wird mit Mayonnaise angerührt. Überlegen, was es da gibt? Ja. Gleich. Zum Beispiel Deutsche. Also Sandalen und so. Viele Menschen zum Beispiel am Strand, sie laufen mit Sandalen und Socken. Also ich würde schon sagen, dass es jetzt eigentlich egal ist, woher man kommt, dass alle jetzt eigentlich gleichberechtigt sind und alle haben ja auch das Recht, in Deutschland zum Beispiel zu leben. Oh, Scooby-Doo, want to be like you. Okay, die Challenge kommt. Hallo Laura und Diana, klasse, dass ihr dabei seid. Ich habe eine Challenge für euch. Ihr müsst jeweils jemanden finden, der noch niemals vorher auf dem Eis gestanden hat. Und mit demjenigen müsst ihr eine kleine Choreografie einüben. Toi, toi, toi. Okay, wer noch nie auf dem Eis war. Mit dir? Oh, dein Papa, oder? Ja. Dann haben wir aber keinen. Was die Mädels noch nicht wissen, ich bin diejenige, wo Eiskunst laufen soll. Ich habe das echt noch nie gemacht. Ich fahre eigentlich nur Rollschuh, aber naja, wünsch mir Glück. Hallo, ich bin die Leiter. Ich fahre eigentlich nur Rollschuh. Also du bist noch nie auf dem Eis gestanden? Nein. Ich glaube, ich hab's. Oh mein Gott, komisch. Oh mein. Pass aber auf. Wow. 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 Ist das krass. Oh mein Gott. Ja, yeah, ist doch voll gut. Ja. Oh mein Gott. Okay, das ist wirklich gut. Ich habe noch nie kein Mädchen gesehen, das einfach so auf Eis geht. Da so an. Wie bremst. So. Genau. Oh mein Gott, ich zitter. Oha. Aber das ist voll gut, also wirklich. Kennt ihr diese Pirouette locker? Könnt ihr die auch? Dann nimmt man das Bein. Ich will es jetzt nicht vormachen. Da haltet Bieler. Man das so. Und, ja, genau, Bielermann. Wir müssen halt gucken, dass sie es schafft. Ja, wir müssen das halt probieren. Okay, also leider. Wir beginnen also mit einem Zirkel. Mhm. Ja. Machen eine zweibeinige Pirouette. Okay, genau. Wie viele Runden ungefähr? Zwei. Okay. Zwei, drei. Okay, danach machen wir einen Crossroll, beginnen mit dem linken mit Bein. Mit dem linken Bein nach hinten. Ja. Also hinten, dann rechts. Oh mein Gott. Dann kommen zwei Fische nach vorne. Aha. Danach und dann fahren wir Richtung hier, machen zwei Fertigsitzer. Eins, zwei, dann hier eine Drehung, dann auf die andere Seite, ja, dann bremsen wir so. Du könntest dann zum Schluss halt einfach irgendwie so machen und ich und Laura auch, aber wir gucken dann so Richtung hier. Also okay, kommen ja. Beide in die Mitte dann, ja. Schon mal Eiskunstlaufen ausprobiert? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst uns ein Like da. Ich filme mal jetzt in der Pirouette. Ja, lass das mal.
mal machen. Du machst so und ich filme dich so. Also komm, aber du musst dich drehen und ich drehe praktisch mit.